Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Steffens. Ich habe hier an der FU in Kunstgeschichte promoviert und arbeite jetzt seit einigen Jahren in Neukölln. Neukölln dürfte den meisten von Ihnen etwas sagen. Ich denke, das ist bundesweit und darüber bekannt als Berliner Bezirk, als der Problembezirk. Ich arbeite für das Kulturnetzwerk Neukölln. Das ist ein Verein, der knapp 50 Vereine und auch natürliche Personen umfasst, wenn sie nicht für sich selbst stehen, sondern für eine größere Community. Wir sind also sehr stark im Netzwerken. Und das Kulturnetzwerk Neukölln ist im Kulturbereich tätig, wie der Name schon sagt, wurde 1995 gegründet, eigentlich als Reaktion darauf, dass einerseits Fördermittel für die bezirkliche Kultur stark zusammengestrichen wurden. Auf der anderen Seite gab es eine sehr breite negative Berichterstattung über Neukölln. Das hat in dieser Zeit ungefähr angefangen mit einem bekannten Spiegelartikel Endstation Neukölln, der die Probleme in Neukölln sehr stark zusammengefasst hat, aber auch sehr stark verzerrt hat. Und seitdem war eigentlich Neukölln ein bisschen verloren. Gerade die Kulturinstitutionen hatten eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, überregional zu wirken, weil die Feuilletons sich quasi verschlossen haben. Die Gründung des Vereins war so eine Reaktion darauf, positiv über kulturelle Veranstaltungen in Neukölln berichten zu können oder auch zu bewegen. Und das ist eigentlich ein sehr erfolgreicher Zusammenschluss geworden, der, wie Sie an mir sehen, mit den 48 Stunden Neukölln einen Höhepunkt gefunden hat. In genau einem Monat wird dieses Festival wieder stattfinden. Es ist Berlins größtes Kunst- und Kulturfestival. Und ich glaube, man kann auch sagen, es ist Deutschlands größtes Kunst- und Kulturfestival. Da könnte wahrscheinlich auch kaum jemand widersprechen. Ist auch sehr stark von einem Netzwerkgedanken geprägt. Es sind rund 1.700 Aktive, die an diesem Festival teilnehmen, das 48 Stunden dauert. Wir haben in diesem Jahr ungefähr 330 Veranstaltungsorte und knapp 600 Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum stattfinden. Und das Ganze ist ein sehr ehrenamtlich organisiertes Projekt, das auch sehr demokratischen Prinzipien gehorcht. Es gibt auf der einen Seite eine sehr stark in die Basis verankerte Entwicklung des Festivals mit großen Runden und Plänen und verschiedenen Gremien, die die Geschicke des Festivals leiten und hoffentlich in eine gute Richtung bringen. Und wir sind, was eine Besonderheit ist, ein unjuriertes Kunst- und Kulturfestival. Das heißt, wer selbst von sich sagt, dass er Kultur macht, kann bei uns mitmachen, wenn er Kriterien erfüllt, die eher organisatorischer Art sind. Von daher sind wir ein Festival, das auf der einen Seite sich über Qualität freut, aber auf der anderen Seite auch alle Äußerungen zulässt, wenn sie der Verfassung entsprechen und nicht kommerziell sind. Von daher ist es natürlich ganz spannend, dass ich hier bin, wo sehr viel über Wirtschaftlichkeit oder von Wirtschaftlichkeit die Rede ist, von Gründung. Bei uns sind ungefähr 97% der Veranstaltungen kostenfrei zu besuchen, was gerade in Neukölln sehr wichtig ist, da Nordneukölln alleine die ärmste Gemeinde in Deutschland wäre. Wenn sie nicht zu Berlin gehören würde, sähe es dann noch mal viel schlimmer aus. Also mit einem sehr starken Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Neukölln leben um die 160 Menschen aus ungefähr 160 verschiedenen Nationen zusammen. Also ein sehr vitales Gemisch auch mit sehr starken kulturellen Anklängen. Und das ist eigentlich auch unser Schwerpunkt beim Festival, nicht Hochkultur zu machen, die stark monokulturell geprägt ist, sondern eigentlich die Vielfalt darstellen zu lassen. Für dieses Konzept sind wir 2008 von der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden. Und das hört sich alles ganz toll an, weil wir arbeiten ethisch, wir versuchen Menschen zu integrieren, wir versuchen sehr niederschwellig zu arbeiten, wir versuchen demokratische Prinzipien anzubringen. Aber ich möchte eigentlich auch mal den anderen Aspekt reinbringen, weil uns häufig auch unethisches Verhalten vorgeworfen wird. Wir sind nämlich gleichzeitig als Verein auch ein Arbeitsträger. Das heißt, wir finanzieren uns darüber, dass wir Menschen auf dem zweiten Arbeitsmarkt beschäftigen. Ohne das könnten wir gar nicht die Kultur finanzieren, könnten wir gar nicht die Arbeitsplätze oder die Arbeit bewerkstelligen, die wir tun müssen. Das heißt, bei uns arbeiten vorwiegend Menschen im 1-Euro-Job-Bereich, was ja de facto 1,50 € ist. Und wir honorieren auch die Künstler nicht, die bei uns auftreten. Da gibt es also in der Regel heftige Kritik, dass wir Ausbeuter sind, dass wir also die Künstler nicht ehren und ihnen nicht das zukommen lassen, was sie eigentlich brauchen. Das sehen wir auch so, das würden wir uns wünschen. Aber unter der Prämisse, dass wir diese Art von Kulturveranstaltung machen wollen, gibt es gar keine andere Möglichkeit.
obwohl wir sehr stark auch in wirtschaftlichen Hinsichten vernetzt sind. Wir haben also Senatsförderung, wir haben bezirkliche Förderung, wir haben privatwirtschaftliches Sponsoring. Aber das alles reicht nicht aus, bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken, um dieses Festival zu bestreiten oder gar noch Honorare zu bezahlen. Von daher ist das bei mir eher die Frage, wie ist das möglich, Kultur und Ethik zusammenzubringen, was eigentlich auf ideeller Ebene sehr, sehr gut zusammenpasst, aber bei der Durchführung dann doch einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Gut, ich weiß nicht, war wahrscheinlich zu schnell, aber ich lade Sie herzlich ein, in einem Monat sind 48 Stunden Neukölln zu kommen, Neukölln kennenzulernen und unser Festival dann auch zu besuchen. Vielen Dank.